schon komplett unterschiedliche Dinge sind. Ich hatte mich beworben als was noch? Was in die Richtung Lehrer wollte ich, glaube ich, auch mal gehen. Als Hotelfachmann, ja, hatte ich gesagt, Pilot. Es war komplett bunt gewürfelt eigentlich. Als Koch hatte ich mich sogar auch beworben. Also, ich wusste wirklich nicht, was ich machen sollte. Habe mich überall beworben in der Hoffnung, irgendwas zu kriegen halt. Aber dann ist ein Kumpel von mir, mit dem ich zusammen aufs Abi gegangen bin, hier nach Nürnberg gezogen, weil er hat es sich von Anfang an gesagt, hier, ich werde Programmierer. Das war eigentlich ein Job, wo ich gesagt habe, das will ich niemals werden. Das fand ich in der Schule immer sehr langweilig, das Programmieren und auch die Sprache, mit der wir angefangen hatten, Delphi und Turbo Pascal. Gut, Turbo Pascal war noch relativ verständlich. Delphi war dann wieder ein bisschen komplizierter. Da habe ich wieder kaum durchgeblickt, aber ich war auch nicht so der Lernwillige in der Schulzeit, sage ich mal. Hatte ich immer relativ schlecht abgeschnitten. Da hatte ich mir gesagt, nee, du wirst niemals Programmierer, das schaffst du nicht. Du bist zu dumm für die Welt, um das zu werden. Was war das Ende vom Lied natürlich? Ich bin halt, da ich nichts gefunden hatte, habe ich mir überlegt, ach, gehst du mal nach Nürnberg zu deinem Kumpel, der hat da mittlerweile eine Einraumwohnung, der ist mittlerweile Programmierer. Der hat in seiner Firma mal nachgefragt, da wurden noch Leute gesucht. Ich sollte mich einfach mal vorstellen kommen. Bin da hingegangen, habe im Prinzip eine Woche da Praktikum gemacht oder was? Praktikum? Nee, ich glaube, ich hatte mich eigentlich gleich beworben. Nee, ich hatte erst eine Woche Praktikum gemacht, richtig. Dann hatte ich mich beworben, weil ich es ganz gut fand. Ja, und die hat mich dann natürlich auch gleich übernommen. Also bin ich dann nach Nürnberg gezogen, bin letzten Endes doch Programmierer geworden, habe also eine Ausbildung zum Programmierer gemacht und jetzt bin ich es noch immer. Und seit Anfang an im Bereich Webentwicklung, halt alles auf Websprachen. Angefangen hat es bei mir mit Cold Fusion in der ersten Firma. War natürlich ein bisschen was anderes wie das, was ich eigentlich wollte, weil mein Interessengebiet lag schon immer bei PHP, weil das ja die Websprache war, womit Browser-Games immer produziert wurden. Und allein deshalb hat es mich schon gefesselt. Ja, du willst auch Browser-Games machen. Damals hat halt alles in PHP angefangen mit Browser-Games. Ja, und jetzt bin ich in der Firma, wo ich auch in PHP entwickle, konnte mich dadurch also weiterbilden und bin jetzt endlich mal dabei, ein eigenes Browser-Game rauszubringen. Mit dem Wissen, was ich sammeln konnte in den Jahren. Na, mal gucken, ob es das wird. Aber dazu gibt es ja den Devlog. Da muss ich jetzt hier nicht viel mehr von der Stange erzählen. Wir wollen uns ja mit Banished beschäftigen. 8 Studenten haben wir im Moment. Die Schule wird so langsam voll hier. Und ich hoffe mal, dass ein paar auch nachkommen. Hier steht es auch, Studenten 8. Ausgebildet sind noch gar keine im Moment. Aber die Happiness steigt. Ich frage mich, ob das an den Studenten liegt. 9 Studenten. Liegt es an den Studenten, dass die Happiness steigt? Sind die dadurch fröhlich, dass sie wissen, oh, wir haben bald ausgesorgt, unsere Kinder sind so schlau. Wir als Eltern können uns dann auf die faule Haut legen und lassen uns bewirtschaften. Ich weiß es nicht. Ich klicke... Ah, jetzt ist das weg. Ah, doch, hier ist es noch. Das Haus. Ah, da ist schon wieder ein neuer Merchant angekommen. Was hat der? Pumpkin Seeds. Der hat Samen. Pecan Seeds haben wir noch nicht, ne? Aber wir haben sowieso plus 100 Feuer. Das heißt, wir könnten für 400 tauschen. Können wir uns nicht leisten im Moment. So, wo sind hier die... Hier sind die Heimlosen sozusagen. Gehen die auch mal heim? Health, der ist überhaupt nicht gesund. Der wahrscheinlich auch nicht, ne? Aber der ist noch sehr happy. Der hier ist gar nicht mehr happy und auch nicht gesund. Der ist auch 49. Xandin ist picking up resources. Ja, die bauen alle Eisen ab. Nicht, dass die uns mehr verrecken, hey. Na gut, dann können wir nichts machen. Wir könnten die höchstens nach Hause schicken jetzt, aber... Ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. So, 8 Studenten. Wer ist eigentlich der Lehrer? Seht mich mal. Teacher, konnten wir da nicht draufklicken? Nee, ne? Ich kann nicht sehen, wer der Lehrer ist, oder doch? Doch, theoretisch schon. Paths. Run das Path Tool. Hier. Paths. Zack. Ach, der wohnt wahrscheinlich gleich hier. Teacher, da ist es doch. Jacqueline. Ein Mädchen. Eine Lehrerin. 28. Gut, die sollte uns dann jetzt nicht verrecken demnächst. Ich hatte jetzt schon befürchtet, dass die uns demnächst verreckt. Aber wenn das so ist, passt das ja. Der Blacksmith, wo arbeitet der zum Beispiel? Gerade nirgends, weil wir nur noch einen Blacksmith haben. What the? Okay, jetzt stellen wir einen zweiten ein und
Ein Fischer kommt mit. So. Heiliger. Wir hatten nur noch einen Blacksmith. Das ist ja überhaupt nicht gut. Wer ist hier der Blacksmith? Der wohnt anscheinend hier. Da wohnt er. Fren 43. Fren klingt mir auch wie ein weiblicher Name. Wo wohnt der? Der wohnt da. Blacksmith 34. Emo Geneva. Was für ein Name? Emo Geneva. Und der? Der wohnt hier. Blacksmith. Der ist schon 83. Alvador. Dann müsste uns der demnächst verrecken. Der müsste uns demnächst verrecken. Da müssen wir ein Auge drauf haben. Weil 83 ist schon... Ist schon ein ganz ordentliches Alter hier in Banished. Ich habe noch keinen gesehen, der älter ist. 74, 66, 43, 1, 9. Oh, da ist jemand verreckt. Habt ihr gesehen? Da war es unser Blacksmith, was? Died after being burned in the forge, what? Eieie. Ich wusste ja gar nicht, dass es hier auch solche Events gibt. Der ist im Ofen verbrannt. Hat er sich dann neigelegt? Hat er sich gedacht, es ist schön warm oder was? Heiliger, was es nicht alles gibt. 63 Woodcutter, hier stehen einige Häuser leer, muss ich feststellen. Ich habe wohl zu viele Häuser gebaut. Hier wohnen auch einige drin. Ich habe echt zu viele Häuser gebaut. Und dann beschweren die sich, keine Häuser. Na, wenn sie nicht wiederkommen und einziehen, ist denen ja Bier. Schon über 1000 Feuerholz. Wir könnten hier mal ein bisschen aufstocken. Ist so ein bisschen. Sagen wir mal Firewood auf 300. Wir machen das allmählich. Wir machen das jetzt allmählich. Aber wir haben auch gar keinen Trader, ne? Fisherman, sag ich mal hier. Trader, so. Sollten wir hier hoffentlich einen kriegen. Ja gut, ich ziehe mal noch einen ab. Dass wir jetzt zwei Trader haben. So. Haben wir denn schon ausgebildet? Ah, educated, 3%, okay. Kann man nicht irgendwo sehen, wie effektiv die Leute sind? Das ist natürlich klasse, wenn man sieht. Focus the few on the citizen. Gatherer, occupants, inventory, nee. Man kann nicht sehen, wie effektiv derjenige ist, oder? Bleibst du mal stehen? Alter. Moment, ich glaube, ich muss mal pausieren hier. Current center on the selection. This is pinning. Center of the citizen's workplace. Job educated? No. Nee. Schade, man kann nicht sehen, wie produktiv jeder Einzelne ist. Also würde man wissen, es lohnt sich jetzt Studenten zu haben oder es lohnt sich nicht. So, wir haben 11 Studenten jetzt hier. Naja, die Klasse wird ja bald voll. Ah, das ist jetzt gut. Jetzt haben wir 11 Studenten. Einige da rutschen die immer nach und die Kinder rutschen immer nach. Gut, es dauert ein bisschen länger, bis wir Erwachsene haben. Aber das sollte alles eigentlich gut hinhauen, so wie es jetzt ist. Was produzieren wir derzeit so an Nahrung? Gar keine Bilder mehr. Production. Food. Use 9400. Produce 10.700. Das liegt wahrscheinlich auch am Werkzeug, dass wir jetzt einiges an Werkzeug haben. Okay, wir müssen nicht mehr Häuser bauen. Wir müssen das jetzt einfach laufen lassen und sich ein bisschen regenerieren lassen hier. Ja, das ist so eine Sache, wo ich sage dann, ich mache wirklich offscreen ein bisschen was auch. Weil ihr seht ja, wir haben hier auch einige leere Häuser. Schon 3 leere Häuser. Die einfach nicht bezogen werden, weil wir nicht genügend Leute haben. Wir wachsen zwar allmählich nach, aber nicht schnell genug anscheinend. So, was hast du hier anzubieten eigentlich? Ach, Kettle, Kühe. Ja, was steigern? Wir gucken mal, was wir hier noch so bauen könnten. Wir haben aber auch gar keine Steine mehr. Bridges könnten wir bauen. Roads and Bridges. Was ist das? Tunnel. Allow citizens to move tunnel through mountains. Ach, sowas gibt's auch? Durch Berge laufen? Das ist ja interessant. Könnten wir hier wirklich einen Tunnel bauen? Tunnel ist ja interessant.
4 Steine pro Unit. Na gut. Oh, Nomaden sind arrived. Schauen wir mal, was die Nomaden sagen. Ach, da stehen sie alle, oder? 25 Nomaden. Wollen wir die aufnehmen? Okay, nehmen wir auf. Zack. Jetzt haben wir 88 Erwachsene, 11 Studenten, 17 Kinder, 14 Laborer haben wir auf einmal. Die lassen wir aber auch Laborer, größtenteils. Ich muss hier bloß ein bisschen Jobs verteilen noch. Miner machen wir mal 15 draus. Forester machen wir wieder 12. Herbalist müssen wir unbedingt aufstocken. Machen wir 2. Woodcutter brauchen wir auch wieder. So, und der Rest bleibt Laborer. Laborer. So, die Kinder, die kommen dann sowieso in die Schule mal. Irgendwann. Demnächst. Students. Das heißt, wir müssten demnächst vielleicht sogar bald eine neue Schule bauen. 12 Studenten, ihr seht schon. Nicht, dass die mal voll wird. 12 Studenten, die sind 10. Also kann eine Klasse ungefähr aus 20 Leuten bestehen, schätze ich jetzt mal. 18 oder 20? Na, ich glaub 20 müsste es sein. Die in eine Schule reinpassen. So, 3% sind ausgebildet. Kleidet sind 94%. Ich guck mal, wo die wohnen, die kein Haus haben. Ja, die latschen hier überall rum. Na gut, das sind die beiden hier hinten, aber der müsste doch normalerweise ein Haus finden, oder? Kann der nicht irgendwo einziehen? Guck mal, ist doch noch überall was frei. Wohnt manchmal nur einer drin oder so. Das müsste doch eigentlich ausreichen an Häusern, finde ich, oder? Oder warum zieht derjenige zum Beispiel nicht hier ein? Oder warum zieht derjenige zum Beispiel nicht hier ein, wo bloß einer wohnt? Oder warum zieht derjenige nicht hier ein? Hier wohnt eine Frau und hier wohnt... hier wohnt ein Mann allein. Da kann man nicht sagen, okay, hier wohnt ein Mann und da auch ein Mann und die Frau, die oder der Mann möchte nicht zu einem Mann ziehen. Wobei, hier wohnen ja auch Gleichgeschlechtliche zusammen, wie man hier zum Beispiel sieht. Ja, daran kann es nicht liegen, dass die nicht einziehen. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht sind die so sehr mit Arbeiten beschäftigt irgendwie im Moment. Wer weiß das schon genau. So, müssen wir mal gucken, ob wir da wieder auf über 100 Leute kommen, über 100 Einwohner, über 100 Erwachsene waren wir ja schon mal. Muss man ja genauer betonen, dass wir schon mal Erwachsene so hatten. Was sagt eigentlich der Herbalist? Weil wir haben nicht so viel Herb. Hatte der letztes Jahr überhaupt was produziert? Ah ja, 66. Der scheint erst gestorben zu sein, oder? Jetzt haben wir... Ah. Gut, aber wir haben jetzt 2 Herbs hier drin. Wir haben Hunter... Genügend, wir haben 6 Laborer, wie auch immer. Was könnten wir denn zum Beispiel noch bauen? Ich schau mal nach. Boarding House haben wir. Stockpile, Market. Use to provide a localized area for students to collect food, tools and fuel. Is that good as fuel for taxing? Schoolhouse. Hospital, Chapel, Cemetery. Ja, hier könnten wir vielleicht noch ein Cemetery gebrauchen. So hinter der Kirche, das wär's doch. Ein Stein pro Unit. Gucken wir mal, was das kosten würde. 24 Stein. 28. 30 Stein. Ja komm, so die Größe könnten wir uns leisten. Wir könnten den allerdings auch etwas größer machen hier hinten. Wollen wir das machen? Wollen wir das nicht machen? Ich weiß es nicht. Ich bin mir irgendwie noch ziemlich unentschlossen. Vielleicht wenn wir ein bisschen mehr haben, oder? Ein bisschen mehr Ressourcen. Man könnte den Friedhof natürlich auch allgemein hierher machen. Also neben den Friedhof. Neben die Kirche, meine ich.
würde auch funktionieren, aber ich finde, hinter der Kirche passt das besser, so hier. So länglich. Ja, schauen wir mal. 35 Steine haben wir, das möchte ich jetzt erstmal lieber aufheben. So, wir haben 16 Schüler übrigens. Ja, die Klasse wird voll. Die Klasse wird voll. So langsam. Aber sicher. So, was könnten wir denn noch bauen? Fischer haben wir. Hunting Cabin haben wir. Gatherer's Hut. Orchard haben wir. Cropfield haben wir. Vielleicht noch ein Orchard oder sowas. Aber Nahrung haben wir eigentlich im Moment ganz ordentlich. So, was braucht eigentlich der Taylor? Sollten wir da einen zweiten haben? Aber wir haben eigentlich auch gut Klamotten, Leder. Woolcoat, Wool, brauchen wir Wolle. Was haben wir eigentlich so an Wolle? Leder, muss ich mal gucken, was haben wir so an...